Schweizer Familie präsentiert Gesundheit heute, unterstützt von Universitätsklinik Balgrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Clarunis, Universitäres Bauchzentrum Basel, Exzellenz in Klinik und Forschung. Interpharma, wir forschen weiter. Und Viogy, mehr als Labormedizin. Haben Sie gewusst, dass 60% von allen Infektionskrankheiten beim Mensch vom Tier kommen? Vorbeugen ist also sehr wichtig und über das unterhalten wir uns in der heutigen Sendung. Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Nehmen wir das Beispiel Tigermucke. Sie breitet sich in der Schweiz aus. Sie ist nicht nur lästig, sondern sie kann auch Trägerin sein von Krankheitserregern. Was kann man machen? Nur wenn sie Blut gesaugt haben, auch Menschenblut, können sie Eier legen. Nur die Weibchen stechen bei den Mücken. Diese Tigermücke stammt ursprünglich aus Asien. Menschen verschleppten sie weltweit in mehrere Gebiete. Beim Blutmal können sie Viren übertragen, die bei Menschen Krankheiten wie das Dengue, das Chikungunya oder das Gelbfieber auslösen und Menschen auch mit dem Zika- und dem West Nile-Virus infizieren. Diese Viren wurden jedoch in der Schweiz bisher nicht von lokalen Mücken übertragen. Doch man ist wachsam. Die Biologin Eleonora Flacio von der Tessiner Fachhochschule SUPSI misst, wie viele Mücken während 15 Minuten an den Beinen landen, um ihr Blut zu saugen. Keine 15 Sekunden, schon ist die erste da. Erst als sie sticht, wird sie eingesaugt. Hier schwirren alles Tigermücken. Sie stechen auch am Tag. Einheimische Arten kämen erst in der Dämmerung oder in der Nacht. Tigermücken sind aufmerksam und scheu. In den letzten Jahren haben sich die Tigermücken im Gebiet ausgebreitet. Es gibt sie fast überall. Wo sie kleine Wasseransammlungen finden, pflanzen sie sich fort. Die Messdaten werden im Mückenreferenzlabor in Lugano ausgewertet. Für eine Übertragung auf den Menschen muss eine Mücke zuerst den Krankheitserreger mit dem Blut aufnehmen und kann diesen erst danach weitergeben. Dazu muss man auch wissen, dass die Viren gewisse Temperaturen brauchen, um sich entwickeln in der Stechmucke. Und das Zeitfenster ist jetzt im Moment noch relativ kurz. Aber mit der Klimaerwärmung könnte sich das Zeitfenster durchaus auch weiter ausbreiten. In Italien gab es 2007 über 250 Ansteckungen mit dem Chikungunya-Fieber. Das erkrankte Reisende aus Indien als Virusträger eingeschleppt und dann Tigermücken weiterübertragen haben. Seither werden Tigermücken in Italien intensiv bekämpft. Trotzdem gab es auch 2017 über 250 Infektionsfälle bei Rom und in Kalabrien. Es ist absolut entscheidend, jede Wasseransammlung zu beseitigen. In Pneus, in Kübeln, in leeren Flaschen, Dachrinnen oder Topfuntersätzen. In der Schweiz wurden beim Menschen bis jetzt noch keine Virenübertragungen durch Mücken nachgewiesen. Die Entwicklung der Tigermücke dauert im Sommer 5 bis 10 Tage über 4 Larvenstadien. In Tessiner Gemeinden wird ein Giftstoff aus Bakterien, der spezifisch gegen Mücken wirkt, in solche Brutplätze gespritzt. Für andere Insekten sowie für Mensch und Umwelt ist dieses Gift nicht schädlich. Wo es viele Tigermücken gibt, werden Gärten auch mit herkömmlichen Insektiziden eingesprüht. Das ist ein Tigermückenweibchen mit den dünnen Fühlern, das Blut saugen kann, um danach Eier abzulegen. Hier Männchen mit den Büschelfühlern. Sie stechen nicht, tragen aber den Schlüssel zur Bekämpfung in sich. Bestrahlt man Männchen radioaktiv, werden die Spermien unfruchtbar. Mückenweibchen paaren sich nur einmal im Leben. Tun sie das mit einem bestrahlten Männchen, legen sie danach das ganze Leben keine fruchtbaren Eier mehr. Diese Sterilisierungstechnik hat im Feld schon gute Resultate gebracht, ist aber sehr aufwendig. Die Einschätzung von Eleonora Flacio vom Labor für angewandte Mikrobiologie in Bellinzona. Dieses Verfahren kann die klassischen Bekämpfungsmethoden unterstützen. Damit setzt man keine neuen Gene in die Umwelt.
Es ist nicht die einzige Lösung, aber sie ist wertvoll. Die Ausbreitung der Tigermücken geschieht aber weniger durch ihre Flügel als mit den Fahrzeugen der Menschen. Die Mückenforscher haben an den Autobahnraststätten Fallen aufgestellt und fanden dort, vor allem auf den Nord-Süd-Achsen, fast überall die Tigermücken, die in Lastwagencontainern und Personenwagen mitreisen als blinde Passagiere. Inzwischen hat sich um den Rheinhafen bei Basel eine neue Population von Tigermücken nördlich der Alpen aufgebaut. Bei mir sind der Dr. Andreas Moser, Biolog, sehr, sehr bekannt. Sie haben uns die Natur nachgebracht mit Netz Natur. Und der Professor Marcel Tanner, Epidemiolog, auch viel in den Medien gewesen, im Zusammenhang mit Covid, mit der Taskforce. Und Sie sind Public Health Spezialist. In Bezug auf Tigermücken, wo stehen wir hier in der Schweiz? Ja, ich glaube, in den Tigermücken haben wir gesehen, dass das ein Potenzial hat, dass wir aufmerksam sind. Und dass entsprechend auch die Massnahmen in dem Sinne ergriffen werden, um zu sehen, wo ist die Mücke, wo kommt sie vor, nicht einfach nur, wie wird sie transportiert, wo kann sie sich festsetzen, damit man eigentlich jetzt vorausblickend eigentlich sieht, wo ein Risiko sein könnte. Mhm. Sie breitet sich aber immer mehr aus in der Schweiz. Ja, ich meine, immer mehr ist jetzt die Frage. Ich glaube, es ist sicher so, dass es sich festgesetzt hat im Tessin, im südlichen Graubünden und dass es entlang von der Route jetzt bis nach Basel gekommen ist, mhm, und dass sich die dort sich vermehren kann. Aber ich meine, immer mehr ausbreiten in der jetzigen Situation ist vielleicht ein bisschen zu stark gesagt, oder? Mhm. Aber man hat die Ausbreitung, das ist klar. Und man hat den Weg eigentlich aus dem Süden jetzt in den Norden, kann man sehen. Und wenn man das gut anschaut, dann ist man auch viel besser präpariert für mögliche Übertragung. Es ist wichtig festzuhalten, dass eigentlich die Viren, die übertragen werden können, die sind jetzt nicht da endemisch, mhm, und sind vorhanden, dass jetzt die Populationen im Süden, im Tessin oder in Basel jetzt zu einer grossen, wenn man mal sagen, neuen Epidemie können führen. Ja. Und wenn man es auch sagen, die fliegen also nicht vom Tessin nach Basel. Die werden transportiert mit der Camion, mit den Autos. Ja, klar. Also das ist ein Ausdruck von unserer ganzen Globalisierung. Ich meine, das ist nicht auf Tigermücken beschränkt. Es werden x fremde Arten kreuz und quer auf der ganzen Welt weiterverbreitet. Und auch beispielsweise in der Landwirtschaft. Alle die sogenannten Schädlinge, die wir haben, einen grossen Teil, ist aus fremden Ökosystemen zu uns gebracht worden und haben dann dort eine Situation gefunden, wo sie nicht ins Ökosystem passen, wo sie auch keine natürlichen Finden haben und haben sich durch das vermehren können. Mhm. Und wir haben dann das Problem damit. Und ein ähnliches Phänomen passiert jetzt hier mit einer Muggenart, die potenziell tatsächlich Viren übertragen könnte. Ist die Klimaerwärmung gut für die Tigermücken? Also, sie profitiert davon. Also, nicht nur, sondern es ist auch ihr Potenzial. Das, was auch der Pi Müller gesagt hat, ist, dass für die Virenübertragung braucht sie eine warme Phase. Und je länger die warme Phase ist, desto einfacher hat es dann die Mücken, um das Virus zu übertragen oder die verschiedenen Virenarten, die es da gibt. Und im Moment ist es so, dass das nördliche Klima dazu führt, dass das Zeitfenster, wo die Übertragung stattfinden kann, relativ kurz ist. Aber wenn jetzt quasi Sommer wärmer werden, länger werden, Winter werden milder, dann kann durchaus eine Situation entstehen, wo sich dann dem angleicht, dort in diesen Gebieten, wo die Tigermücke tatsächlich die Viren überträgt. Mhm. Sind wir genügend aktiv? Ich glaube, in der Problematik der Tigermücke und alles, was drumherum ist, sind wir genügend aktiv. Das ist jetzt nicht der Punkt, wo mhm. Wir müssen in vielen anderen Gebieten, wo es um die Beweglichkeit der Leute und der Keime geht, müssen wir viel, 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 viel aktiver sein. Oder? Mhm. Und das ist etwas, das man nicht vergessen darf. Dass die Tigermücke ist ein gutes Bild, das die Menschen verstehen, wie eben, Organismen können wandern von neuen Ökosystemen, alten Ökosystemen in neue, dass Klimaerwärmung eine Rolle spielt und dass man aufmerksam sein muss. Aber es ist jetzt nicht das Hauptproblem, das wir haben, ja, in Bezug auf
auf die Zone. Es ist aber ein gutes Beispiel, wo jeder einen Beitrag leisten kann, indem er kleine Wasseransammlungen. Die Tigermücken sind nicht wie andere Mücken, die sich in den Sumpfgebieten breit machen, sondern die sind in Untertellern, in den Gärten, von Pflanzentöpfen und solche Sachen. So ganz kleine Wasseransammlungen. Und wenn sich die Menschen dessen bewusst sind, dass dort, jetzt mal abgesehen von den Viren, auch die Tigermücken, das ist ziemlich lästig, wenn die stichten, es tut auch weh. Sie sind am Tag lästig und so weiter. Also wenn man die will reduzieren, kann jeder einen Beitrag leisten und hat damit auch ein inneres Bewusstsein, dass er in einem Austausch steht mit seiner ganzen Umgebung. Und all das, was er macht, hat auch wieder einen Einfluss darauf, was nachher auf uns Menschen zurückkommt. Und das ist im Zusammenhang mit Krankheitserregern, die auf Menschen übertragen werden, eine der wichtigsten Voraussetzungen, um parat zu sein, um mit so etwas umzugehen. Stichwort ist gut, Zoonosen, also Krankheiten, die vom Tier auf einen Menschen übertragen werden, können sehr gefährlich sein. Das wissen wir spätestens seit Corona. Wir haben aber auch positive Eigenschaften. Warum, zeigt der nächste Einspieler. Die Welt wäre nicht, was sie ist, wenn es keine Viren gäbe. Viren sind keine Lebewesen, sondern nur Partikel mit genetischer Information, ein paar Millionstel Millimeter groß. Sie dringen in die Zellen von Lebewesen ein und programmieren diese so, dass sie neue Viren produzieren, die dann weitere Zellen attackieren. Viren sind wohl so alt wie die ersten Lebewesen auf der Erde, mehr als 3 Milliarden Jahre. Schon die ersten Lebewesen begegneten also Viren. Und das war nicht nur schlecht. In allen entwickelten Organismen findet man die Spur von Viren. Sie transportieren Gene von einer Art zur anderen, kombinieren Gene neu, dass sich neue Eigenschaften, neue Arten bilden. Sie regulieren Tiere, Pflanzen und Mikroben. Gibt es von einer Art zu viel, sorgen sie mit Krankheiten für Ausgleich. Durch Jahrmillionen Evolution hinterließen Viren ihre Genspuren bis ins Erbgut von uns Menschen. Bei modernen Säugetieren, also auch bei uns, hat sich die Verbindung zwischen der Plazenta und dem Embryo mit Hilfe sogenannter endogener Retroviren ausgebildet. So wären heute alle Lebewesen dieser Erde, auch die Menschen, nicht, was sie sind, wenn es keine Viren gäbe. Sie machen uns aber auch als Krankheitserreger schwer zu schaffen. Grippeviren entwickeln sich in Schweinen und können dann als neue Varianten auf Menschen überspringen. Oder sie kombinieren sich mit Vogelgrippeviren über die Schweine, immer wieder neu. Mal sind diese mehr, mal weniger gefährlich für Menschen. So liegt der Ursprung jeder neuen Grippewelle jedes Jahr bei Schweinen und Vögeln in Asien oder Amerika. Von Mensch zu Mensch werden sie dann einfach durch Tröpfcheninfektion oder durch kontaminierte Hände übertragen. 1918 löste ein Schweinevirus, das ursprünglich von Vögeln kam, die Pandemie der spanischen Grippe aus, der weltweit um die 40 Millionen Menschen zum Opfer fielen. Grippeviren in Schweinen und in Vögeln mutieren ständig. Eine schlimme Pandemie kann die Welt jederzeit wieder überrollen. Da sind sich die Experten einig. In Tierfabriken von Schweinen und Geflügel, vor allem in Amerika und Asien, tickt das Wechselspiel der Viren wie eine Bombe. Weil die Menschen immer mehr Natur zerstören, Urwälder abholzen und überall siedeln, kommen sie in Kontakt mit Viren wilder Tiere. Holzausbeutung, landwirtschaftliche Plantagen, Weiden fürs Vieh. Viren können etwa von Fledermäusen, hier Flughunde, auf andere Arten überspringen. Immer mehr Menschen verlangen nach immer mehr Fleisch. Und über Fleisch von Wildtieren aus dem Busch werden immer wieder Menschen angesteckt. So kommt es in Afrika immer wieder zu Ebola-Ausbrüchen. Durch das fadenartige Virus verbluten Menschen innerlich. Je nach Virusstamm sterben zwischen 30-90% der Infizierten. Wuhan, Ausbruch eines Coronavirus. Experten sehen eine verrückte Korrelation. 2018 bis 2019 fielen in China 200 Millionen Schweine der Tierkrankheit ASP zum Opfer. Wegen Mangel an Schweinefleisch kauften die Menschen alternativ Wildtierfleisch auf einschlägigen Märkten. Die Folgen sind bekannt. Das Coronavirus aus den Fledermäusen geht um die Welt. Der Vorgang ist biologisch klar. Wo immer mehr Menschen dicht beisammenleben und Mühe haben, sich zu schützen,
kommt das Virus locker weiter. Herr Moser, müssen wir verbieten, Wildfleisch zu essen? Es ist eine ganz schwierige Frage, weil wir, die in einen Supermarkt gehen und ein vakuumiertes Stück Fleisch kaufen, es darüber auslassen, ob jetzt andere Menschen, die weniger Fleisch können, so verfügbar haben, wie wir das haben, dass eben dort man eine Situation hat, wo die Menschen halt das Fleisch jagen, dass sie auch mit dem Fleisch Handel treiben, dass sie Einkommen haben. Und darum, dass man weniger Fleisch essen sollte, das ist evident, das ist klar. Das heisst nicht gar kein Fleisch, sondern dass man das sich sehr gut überlegt und qualitativ und so weiter produziert. Da können wir vielleicht noch drauf reden. Aber im Grundsatz jetzt einfach hier aus einer westlichen, gesättigten Perspektive Leute in Afrika zu sagen, ihr dürft kein Wildfleisch essen, das finde ich überheblich. Mhm. Massentierhaltung ist ein Riesenproblem. Warum ist das eigentlich so gefährlich für die Zoonose? Ja, es ist so, wie wir jetzt das gesehen haben. Ich meine, da sind Tausende von Tieren noch beieinander. Mhm. Die, so also wie die Menschen, die noch beieinander sind, die sich auch Krankheiten übertragen können. Mhm. Man hat auch, selbst bei den Krankheiten, wo ein Vektor, also ein Überträger, da ist, das ist dann alles vorhanden. Also die Nähe, die unmittelbare Möglichkeit, dass schnell viele Leute infiziert werden können. Mhm. Und dann kommt aber etwas ganz anderes dazu. Wenn wir die Bilder sehen von den Hühnerzuchten oder von den Schweinezuchten, ich meine, um so Hühner so halten, so Säue so zu halten, muss man natürlich sehr stark intervenieren, dass die nicht krank werden. Folgt davon, jetzt sind wir nicht bei den Viren, sondern wir sind bei den Bakterien. Das ist antimikrobielle Resistenz. Und wenn man dann die Hühner und die Säue mit den besten Antibiotika, die man bei uns nicht einmal einsetzen, beim Mensch, behandeln, damit man das gute Fleisch hat. Dann tut man einen Druck ins System, wir sind wieder beim System, ausüben, der die Resistenzen fordert. Mhm. Und wenn man dann das Fleisch verpackt, metzgert, tiefgefriert, dann kann man von einem Ort in einen anderen Ort blitzartig eigentlich relativ gefährliche Erreger transportieren. Ja. Und dort liegt die grosse Problematik. Einerseits, dass man Tiere züchtet und sie nur züchten kann, mit unter schwierigen Umständen von hohen Antibiotika gegeben. Dass wir also Antibiotika, die wir als Reserve haben für schwierige Situationen, bereits einfach zu unserem eigentlich Luxus, würde ich sagen, einsetzen. Das gibt eine ungeheure Ungleichgewicht und eigentlich ein Risiko für weltweit. Das hat nichts mit der Schweizer Leid zu tun. Aber wenn in Südostasien die Gückeli produziert werden, tiefgefroren nach Afrika gebracht werden und mit dem eigentlich die lokale Hühnerhaltung, so Hofhuhnhaltung, Bodenhaltung eigentlich verloren geht und dann mit einem Schlag plötzlich vielleicht sehr resistente Keime kommen. Das muss nicht jedes Mal sein. Aber das sind die grossen Risiken. Und das liegt stark begründet in der Massentierhaltung. Mhm. Was können wir machen, dass wir die Gefahren besser im Griff haben? Es ist ganz schwierig, da irgendein Rezept zu geben, weil wir sind so viele Menschen, die so viele Nahrungsmittel brauchen und auch natürlich Fleisch wollen. Und das erfordert in gewissen Dimensionen. Ich meine, in der Schweiz haben wir auch einen Haufen Hallen mit Tausenden von Mastpullen. Wir haben auch grosse Schweinehaltung. Aber gleich, was in Amerika passiert oder in China passiert, ist das natürlich Peanuts, auf Deutsch gesagt. Und das Problem von der ganzen Situation ist effektiv, dass man vielleicht wirklich einfach sich bewusst ernähren müsste, auf die Häufigkeit von Fleisch, die im Moment auf den Teller landet, dass man die deutlich reduziert, aus Gründen vom Klimaschutz und so weiter. Mhm. Dass man aber durchaus dann auch viel mehr auf Qualität setzt. Mhm. Was auch für die Tiere selber, für die Arten, die gehalten werden, ein grosser Vorteil ist, denn ein Haufen Individuen in diesen Massenhaltungen zusammen, das führt auch zu einem schlechten Immunstatus. Das gibt einen sozialen Stress. Das ist eine Parallele, die man auch bei Menschen beobachtet, dass wenn sie zu dicht aufeinander leben,
leben in armseligen Verhältnissen, dass die Krankheitshäufigkeit viel größer wird. Und das ist so eine Art Teufelskreis. Und ich glaube, man muss einfach probieren, bewusster ist zu ernähren. Das ist mal jetzt in unserer, in Anführungszeichen, aufgeklärten, bildenden Gesellschaft etwas, was man machen kann, wo man auch Beispiele machen kann. In Massengesellschaften, wo die Bildung noch viel weniger weit verbreitet ist, der Lebensstandard noch viel weniger weit entwickelt ist, dort wird es extrem schwierig, etwas zu machen. Ja. Also, ich glaube, man kann schon. Ich glaube, wir könnten noch sehr viel stärker in dem Sinn von der bewussten Ernährung und alles zusammen, muss man natürlich auch die Richtlinie zum Gebrauch von den Antibiotika und von der Tierzucht. Da müssen wir noch mal sehr stark über die Bücher gehen, ob kleiner oder grösser. Da liegt eine grosse Möglichkeit. Ich kann nicht jetzt zum Beispiel, jetzt vielleicht ein bisschen betroffen, von der Forschung verlangen, machen immer neue Antibiotika, die nützen nicht mehr. Sondern man muss auch, wie man das braucht, der sinnvolle Gebrauch. Es ist nicht nur die Ernährung, es ist auch der sinnvolle Gebrauch der Heilmittel, die wir haben. Yeah. Und das ist dann wieder eine ganze Systemsache. Und das müssen wir uns alle zu Herzen nehmen. Wir können nicht einfach nur sagen, wir tun uns jetzt bewusst ernähren, aber umgekehrt tun wir alle unsere Möglichkeiten, die wir haben von der Behandlung, einfach brauchen. Es braucht einfach das Richtlinien im Menschensektor wie auch in der Tierzuchtsektor. Und dort können wir so viel und sehr schnell könnten wir sehr viel machen. Es braucht ein verantwortungsbewusstes Leben, ja, im Grunde genommen. Wobei in der Schweiz sind wir jetzt auf einem guten Weg mit dem One-Health-Ansatz. Ja. Eine Gesundheit, wo sowohl andere Arten Tier drin vorkommen als auch der Mensch. Und man wirklich die gegenseitige Abhängigkeit anschaut. Aber am Schluss ist letztlich eine Frage, was sind unsere Anforderungen, was sind unsere Wünsche und was sind auch die ganzen Wirtschaftskreise, die natürlich von dem enorm profitieren, auch von dem Tierhandel, von dem Fleischhandel. Die müssen eine Art und Weise finden, dass effektiv auch eine Zielsetzung von einer gesunden Ernährung, einer gesunden Population von Menschen und einer gesunden Population von diesen Nutztieren Rechnung getragen wird. Und da im Clinch von den vielen verschiedenen Einzelinteressen mit allen ihren politischen Fäden, die wieder Es ist schwierig zu lösen, aber wichtig, sich damit zu befassen. Dankeschön vielmals, Herr Moser, und herzlichen Dank, Herr Danner. Ja. Es gibt einen Haufen zum Nachdenken, einen Haufen zum Hinterfragen und Anschauen. Werfen Sie einen Blick in die Schweizer Familie. Dort gibt es noch ein Interview zu dieser Thematik. Und wir sind damit am Ende der Sendung. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und miteinander. Probleme mit den Knochen, die sind sehr, sehr vielseitig. Nur was steckt dahinter, was gibt es alles und welche Behandlungsmöglichkeiten kommen in Frage? Mehr dazu nächste Woche. Schweizer Familie präsentierte Gesundheit heute, unterstützt von Universitätsklinik Balgrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Clarunis, Universitäres Bauchzentrum Basel, Exzellenz in Klinik und Forschung. Interpharma, wir forschen weiter. Und Viogi, mehr als Labormedizin.